Hi, Anzeigelink, Anzeigetafel, was ist das? Was kann man damit alles machen? Lasst uns direkt loslegen. Und was für schöne Sachen man da anstellen kann. Ihr seht den langen Gang. Ich habe da ein paar schöne Beispiele im Gepäck. Aber vorher liken, kostenlos abonnieren, damit ihr Tipps und Tricks nicht verpasst. Und wenn ihr das Video bis ganz zu Ende schaut, habt ihr definitiv was gelernt. Habt definitiv ein, zwei Tricks und Tipps abbekommen. Also, lasst uns loslegen. Also, ich stehe hier nicht ohne Grund mit Blick auf die schöne kleine weiße Wand, denn ich habe hier eine Anzeigetafel, Zahnrad und Kreativmotor mitgebracht. Zuerst einmal, die Anzeigetafel ist nur ein halber Block. Jetzt sehen wir hier schon, wir können mit den Pfeilen die Anzeigetafeln erweitern. Und wie gesagt, es ist ein halber Block, es ist ein Zahnrad in der Mitte. Das heißt, wir brauchen Energie, um sie zu betreiben. Wenn wir jetzt mal ein kleines Zahnrad dran setzen, den Kreativmotor mit 16 Umdrehungen, sagt uns, da wir die Ingenieursbrille hier aufhaben, gleich das Tooltip. Ja, dreht sich nicht schnell genug, ne? Das Gute ist, das ist kein Problem. Eine Anzeigetafel, jetzt ist der Tooltip weg, braucht mindestens 32 Umdrehungen, damit sie funktioniert. Also, dann lasst uns gleich hier vorne weitermachen. Denn die Anzeigetafeln, ich habe hier ein einfaches Wasserrad aufgebaut mit 1, 2, 3 Zahnrädern dahinter, damit sie genügend Rotationsgeschwindigkeit haben, um die Anzeigetafeln zu powern. Wie wir sehen, es reicht vollkommen aus. Die sind nämlich genau 32 Umdrehungen die Minute eingestellt. Aber wenn wir jetzt hier mal raufschauen auf das Messgerät, also auf den Stressmesser. Die Anzeigetafeln, nehmen wir nochmal weg, verbrauchen keine Energie. Wir haben 256 Stress Units, wir nehmen die alle mit dran und wir haben immer noch 256 Stress Units verbleibend. Mit den Anzeigetafeln können wir auch lustige Dinge machen. Wir können abonnieren draufschreiben. Oh, da hat es noch die Farbe von vorher. Liken draufschreiben, wir können lustige Symbole draufschreiben, wir können die Farben ändern. Und wenn wir sie einfach nur mit einer leeren Hand rechts klicken, dann löschen wir das, was wir da hingeschrieben haben. Genauso löschen wir etwas, wenn wir zum Beispiel hier jetzt mal Liken draufschreiben und wir bauen hier hinten den einen Block ab, dann haben wir auch die Zeile gelöscht. Wenn wir den wieder ansetzen, passiert da nichts. Ihr habt gerade gesehen, die Farben waren direkt schon drauf. Das ist ein kleiner Fehler von mir. Vom Ausprobieren von vorher. Es speichert sich die Farben, da wo man etwas draufschreibt oder Symbole draufsetzt. Das heißt, wenn wir sie wieder auf den Ursprungszustand zurücksetzen wollen, müssen wir wohl die ganzen einmal abbauen. Und ich bin mir gar nicht sicher. Probieren wir es aus. Yep. Jetzt hat es die Farben wieder resettet. Farbe drauf und mit Rechtsklick mit einer leeren Hand können wir wieder löschen. Aber weiter im Text. Hier habe ich nämlich das nächste Gadget eingebaut. Die Nixi-Röhren. Auf die können wir nämlich auch schreiben. Genauso wie wir von einem Depot sozusagen lesen können. Ich habe hier ein Buch und eine Feder. Wir tauschen hier das Ganze mal aus. Und drei verschiedene Kartoffeln mitgebracht. Denn wenn wir jetzt hier mal die Kartoffel drauflegen, zack, schreibt es uns den Namen des Items nach einem kleinen Ping drauf auf die Nixie-Tubes. Die müssten gleich wieder weg sein. Da sind sie weg. Wir legen die Kartoffel noch einmal drauf, also das Item. Wir sehen gleich hier ein kleines Leuchten. Da hat es geleuchtet und schwupps zeigen die Nixie-Tubes an, was für ein Item hier auf dem Depot liegt. Genauso können wir auch auf Schilder schreiben. Kleines bisschen dauert's. Liken's ab. Wir können hier auch die Zeilen an den Schildern aktualisieren. Jetzt steht es hier in Zeile 3. Das geht bei den Nixie-Tubes nicht, weil die geben nur ein Item, also eine Zeile raus. Aber wir können auch, wenn wir ein Buch und eine Feder
auf einem Lectern haben, also auf einem Lesepult, und hier auf das Depot herauflegen, über den Anzeigelink auf die Seite 1 raufschreiben lassen, wie backt man Kartoffeln. Wir können das auch die Seite anpassen. Zum Beispiel jetzt auf Seite 5, Haken dran. Der müsste gerade schon gepinkt haben. Jetzt schauen wir ins Buch. Na, nehmen wir es in der Hand, das Buch. 2, 3, 4 und 5. Da haben wir es auf der Seite 5 stehen. Sehr praktisches Zeug, das alles. Aber gut, gehen wir weiter. Ich habe nochmal hier die drei Kartoffeln für den Zusammenhang mit der Anzeigetafel mitgebracht. Wenn wir nämlich jetzt das Anzeigelink-Item, den Anzeigelink nehmen, müssen wir nämlich das Ausgabemedium, worauf wir schreiben wollen, auswählen und dann den Block, von dem wir lesen wollen. In dem Fall jetzt das Depot hier. Wenn wir dann rechts klicken, kombiniere Itemnamen, wir können auch etwas hinzufügen, zum Beispiel hier liegt Doppelpunkt und das wollen wir jetzt auf die Zeile 4 schreiben. Nehmen wir uns, wie backt man Kartoffeln? Hier liegt, wie backt. Das Ding an der Sache ist, wenn wir hier nur, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen, die in einer Zeile bei den Anzeigetafeln angewandt werden kann. Also wenn die Gesamtlänge mit der hinzugefügten Bezeichnung zu lang wird, dann schneidet es halt nach hinten weg. Wie backt man Kartoffel? Wenn wir hier noch einen erweitern, dann müsste es sich das gleich aktualisieren. Ah, jetzt. Wie backt man Kartoffeln? Zack, ist es ganz ausgeschrieben. Gut. Ihr habt es vielleicht. Da ist es. Perfekt. Messingrahmen. Die Anzeigelinks brauchen immer ein kleines bisschen. Ihr seht es durch das Blinken, wenn die. Da war es eben. Wenn die grünen Lampen sozusagen blinken, dann lesen sie gerade von dem Block und schreiben das dann auf die Anzeigetafel drauf. Wenn aber die mechanischen Arme hier zum Beispiel die Items, die auf dem Depot liegen, zu schnell wegnehmen, dann ja, klappt das halt nicht so ganz. Die müssen da schon schön brav dauerhaft liegen, damit das auch funktioniert. Auf der Zeile 2, Lightens up. Das läuft. Genauso sieht das aus. Wir können nämlich mit dem Anzeigelink hier auslesen, was auf den Förderbändern drauf ist. Natürlich nur direkt vor dem Anzeigelink. Im Moment auf dem Bild 1 ein Smaragd. Stimmt. Aber wie eben hier auch gesagt, bei den mechanischen Armen und dem Depot, wenn das Anzeigelink pingt und liest und da ist gerade kein Smaragd direkt davor, dann gibt es natürlich auch kein Signal nach außen. Wenn wir hier einen Block wieder davor setzen, hat er gleich wieder die Anzeige, was da drauf liegt, weil es sich nicht bewegt. Sowas zum Beispiel ist sehr praktisch, wenn man sehen möchte, ob seine Farm, ob seine Fabrik funktioniert und ob sie steht, ob sie läuft, je nachdem, wie man es einbauen möchte. Gut, als nächstes habe ich hier einen kleinen Rundkurs aufgebaut mit einem Andesit-Tunnel und einem Messing-Tunnel. Diese können nämlich Items zählen. Wenn wir jetzt hier auf dem Andesit-Tunnel einmal reinschauen, dieser Anzeigelink nimmt den Gesamtdurchsatz. Ich habe da hier den Gesamtzähler hinzugefügt, das auf Zeile 3 übertragen. Hier haben wir den Zusatz. Mittlerweile sind 2904 Stein-Items durch diesen Tunnel gewandert. Hier bei dem Messing-Tunnel habe ich drei Anzeigelinks angebaut. Schauen wir sie uns an. Ich habe hier nämlich jetzt den Durchsatz genommen. Die Andesit-Tunnel, den habe ich auf den Gesamtdurchsatz gestellt. Und hier bei den Messingtunneln können wir den Durchsatz uns anzeigen lassen. Items die Sekunde habe ich da vorgeschrieben. Pro Sekunde, also den Intervall und das auf Zeile 5 getan. Bei ihm hier Durchsatz, Item die Minute, pro Minute als Intervall in die Zeile 6 und bei ihm hier Items pro Stunde für den Gesamtdurchsatz auf der Zeile 7. Das ist hier unten. Der Gesamtdurchsatz sollte eigentlich genauso hoch sein wie der bei dem Gesamtzähler, aber
Diese kleine Diskrepanz liegt einfach daran, dass ich ihn hier, den Anzeigelink, vor den dreien angesetzt habe. Sprich, das war der erste, zweite, dritte, vierte. Und in der Zeit, wo ich die hier angesetzt habe, sind schon, ja, fünf, sechs Mal ist der Stein hier im Weg, also im Kreis gelaufen. Wenn wir jetzt aber hier mal die Geschwindigkeit auf Max Speed setzen, werden wir sehen, der Gesamtzähler geht natürlich massiv schneller hoch. Items die Sekunde geht ein bisschen runter, beziehungsweise jetzt rauf. Es dauert ein bisschen und bis die sich aktualisiert haben. Gesamtdurchsatz, Durchsatz, Item die Stunde. Jetzt stoppt er hier, stimmt ja gar nicht. So rum, Items pro Stunde in der Zeile 7. Die Zahl wird sich jetzt gleich ein wenig verändern. 3789 Mal rauscht der kleine Stein jetzt in einer Stunde immer im Kreis. Durchsatz pro Minute, ja, genau. 63 Mal pro Minute, 3790 Mal durch die Stunde. So eine Anzeige hier ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel sich die Produktivität einer Fabrik anschauen möchte und im Auge behalten möchte, ob sie auch richtig funktioniert. Aber was kann man denn noch machen? Warum habe ich hier, wer sitzt wo da oben dran geschrieben? Ganz einfach. Wir können nämlich auch Sitze auslesen. Ich habe hier mal ein paar Spawn-Eier vorbereitet, um mit dem Anzeigelink den Entitätennamen in die Zeile 3 zu bringen. Zack, haben wir ein Lama. Und da sitzt ein Lama. Hier genauso, Entitätenname. Wer sitzt hier? Da kommt die schwarze Katze hin. Eine schwarze Katze, ist sie nicht süß? Auf jeden Fall, wer sitzt hier? Katze. Und der Panda, der darf natürlich auch nicht fehlen. Und zack, der Anzeigelink hat gepinkt und hat den Panda draufgesetzt. Aber das geht ja nicht nur bei Tieren. Das geht im Übrigen auch mit Zombies, mit allen anderen. Aber auch wir können uns da raussetzen. Und siehe da, jetzt sitze ich hier mit den guten Stücken in einer Reihe. Und schaue euch an. Sehr praktisches Gadget, wenn man zum Beispiel eine Anzeige beziehungsweise eine Anzeige machen möchte in einem Versammlungsraum. Sobald einer aufsteht, verschwindet er wieder von der Anwesenheitsliste. Und so kann man auch gucken, ob auch wirklich alle da sind oder nicht. Okay. Ein Tank. Eine Kiste. Ein schlauer Beobachter. Noch ein schlauer Beobachter. Schwellwertschalter. Noch ein schlauer Beobachter. Und ein Anzeigeboard. Jo, was machen wir damit? Also, ganz easy. Wir fangen mal mit dem Flüssigkeitstank an. Ich habe hier mal, das räumen wir mal schnell weg, einen Eimer mit Bioethanol vorbereitet. Das ist eine Flüssigkeit, es ist völlig egal welche, Hauptsache es ist eine Flüssigkeit in dem Tank drin. Denn wir können mit dem Schwellwertschalter den Behälterfüllstand auslesen und ihn ausgeben in Prozent oder in einer Fortschrittsleiste. Habe ich jetzt mal die Fortschrittsleiste auf Zeile 4 getan. Genauso Behälterfüllstand beinhaltet so und so viel Prozent in die Zeile 5. Wir schauen hier auf die Anzeigetafel, beinhaltet Prozent und die Fortschrittsleiste. Und den schlauen Beobachter hier an der Seite, den habe ich mit einem Anzeigelink versehen, um mir eine Liste passender Flüssigkeiten auszugeben. Und das Ganze als vollständige Zahl in die Zeile 3. Im Moment, wie ihr seht, steht in der Zeile 3 gar nichts. Es liegt daran, dass der Tank leer ist. Achtung, das hier geht nur im Kreativmodus. Füllen wir mal 10 Buckets da rein. Geupdatet, 10.000 Millibuckets Bioethanol. Da der Tank relativ groß ist, haben wir hier jetzt nur einen Balken, also einen Balken voll, beinhaltet 10%. Also sprich, der Tank, ist zu 10% gefüllt mit 10 Millibuckets, also 10.000 Millibuckets Bioethanol. Wenn wir jetzt hier auf die verkürzte Zahl gehen, zeigt er uns nur noch 10,0 Buckets, keine Millibuckets mehr an. Nur also vom Bioethanol. Wenn wir die Menge
Ich weiß nicht, wofür Droplets ist, aber das können wir uns auch als Menge passender Flüssigkeiten anzeigen lassen. Es ist allerdings immer noch 10.000 Millibuckets. Da wird sich nicht viel verändern. Anzahl passender Flüssigkeiten, verkürzte Anzahl, Zeile 3. Läuft. So, und jetzt zu der Kiste. Wir sehen, ohne dass ich hier in die Kiste reingeguckt habe, Gesamtinhalt 192 Items. 64 Steine, 64 Granit, 64 Andesit. Das ist genauso wie hier drüben. Liste passender Items, vollständige Zahl in die Zeile 7. Genauso hier, Gesamtinhalt in der Zeile 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gesamtinhalt und die Liste ab der Zeile 7 und herunter. Wenn wir jetzt alle dreimal rausnehmen, zack, Gesamtinhalt 0, Liste weg. Nehmen wir hier mal ein paar mehr Steine rein, ein bisschen mehr Granit und mit Andesit machen wir den ganzen Rest voll. Dann sehen wir, sobald es abgeupdatet hat, Gesamtinhalt 3456 Items, 2112 Andesit, 1880 Granit und 256 Steine. Diese Item-Auslese-Funktion geht nicht nur bei den Vanilla-Truhen. Sie geht auch bei allen anderen Inventarblöcken, sei es die Tresore der Create-Mod, sei es Extended Drawers, sei es was weiß ich nicht was. Hauptsache, es ist ein Inventarblock und dort können die schlauen Beobachter bzw. auch die Schwellwertschalter können auslesen, was da drin ist, ein Signal ausgeben, dass die Anzeigelinks lesen können und mit den Anzeigelinks können wir das auf so eine Anzeigetafel schreiben. So, wir hatten hier hinten schon einmal die Nixie-Röhren. Die Nixie-Tubes, die sind sehr praktisch, denn von denen können wir auslesen, wir können ja auf die etwas schreiben. Hier in dem Fall Hallo. Wenn wir sie jetzt nochmal abbauen. Halt, nicht den Boden. Zack, 1, 2, 3. Können wir die Nixie-Tubes mit einem Name-Tag beschriften sozusagen. Und die Beschriftung, die wir draufgetan haben, können wir mit einem Anzeige-Link übertragen. Noch ein cooles Feature oder sehr praktisches Ding ist, wenn wir jetzt hier hinten irgendwo eine Nixie-Tube haben und oder irgendwo irgendwas auslesen wollen, dann können wir das von dort hinten an diese Nixie-Tube mit einem Anzeigelink schreiben. Und wenn wir dann diese hier auswählen und hier den Anzeigelink hinsetzen, dann liest dieser Anzeigelink diese Nixie-Tube, die von dem Anzeigelink beschrieben wird, der von dort hinten sein Signal bekommt. So können wir bis dort rüber unser Signal verlängern. Die Nixie-Tubes haben aber noch eine andere Funktion, und zwar haben wir den analogen Schalter. Mit dem können wir ein Redstone-Signal in der Stärke kontrollieren. Im Moment sind wir bei 0, weil der Schalter aus ist. Man sieht hier auch den Tooltip analoge Stärke 0 von 15. Wenn wir den jetzt mal auf 6 schieben, zeigt uns die Nixie-Tube 6 an und hier oben haben wir direkt das Signal 6. Sprich, die Redstone-Stärke 6 wird direkt angezeigt. Schieben wir es auf 1 runter, haben wir die 1 und da direkt auch die 1. Die Kuckucksuhr, eins der coolsten Items überhaupt, lassen sich natürlich auch durch die Anzeigelinks, die ich hier drunter getan habe, wunderschön auslösen, also auslesen. Wir können uns damit die Uhrzeit auf eine Anzeigetafel schreiben. In diesem Fall ist es jetzt gerade 1:30 Uhr nachmittags. Wir können uns hier unten die Tageszeit anzeigen lassen im 12- oder 24-Stunden-Format. Set Game, nein, Game Rule. Do Daylight Cycle True. Damit haben wir die Zeit wieder an.
Und jetzt müssten wir auch gleich sehen, dass die Uhrzeit weitergeht. Zwischendrin, die Kuckucksuhr kann man gleichzeitig, wenn man sie mit einem Redstone-Signal, da haben wir es, 1:40 Uhr, als Stoppuhr verwenden. Schalter umgelegt, da fängt die Uhr direkt an zu zählen. Schalter wieder zurück umgelegt, wird sie gestoppt und zeigt die 5 Sekunden an, die es jetzt eben lief. Zack, haben wir schon 2 Uhr nachmittags. Wenn wir den Schalter wieder zum Starten drücken, dann geht es halt direkt weiter. Also wird dann neu gezählt. Sehr praktisches kleines Gadget von der Kuckucksuhr. Kann man für lustige Spiele benutzen. Boah, das ist ja mal ein Ungetüm aus Tachometer und Stressmessern. Aber warum habe ich hier so viele aufgebaut? Ganz einfach. Die Anzeige links können uns die Drehgeschwindigkeit mit einer hinzugefügten Bezeichnung und ignoriere oder beachte die Richtung ausgeben, wie schnell sich etwas dreht. Sei es jetzt das Wasserrad oder irgendwas anderes. Speed, 8 Umdrehungen die Minute. Wenn wir hier jetzt einstellen, ignoriere bzw. beachte die Re Drehrichtung, zeigt er uns jetzt minus 8 an, weil es sich gegen den Uhrzeigersinn richtet. Also gegen den Uhrzeigersinn dreht. Die beiden brauchen wir auch gleich. Hier ist das Wasser. Wenn wir jetzt aber das Wasser umdrehen, jetzt stoppt's. Jetzt haben wir 0 Umdrehungen die Minute. Jetzt setzen wir die Wasserquelle auf die andere Seite. Also dreht sich das Wasserrad andersrum. Es bringt immer noch seine 8 Umdrehungen, aber diesmal sind sie eben im positiven Bereich. Das liegt wie gesagt einfach daran, dass wir hier die beachte Richtung angetriggert haben. Das war schon alles bei dem Tachometer. Aber beim Stressmesser, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 sinnvolle Dinge, die wir auslesen können. Ich zeige sie euch. Die Netzwerkbelastung in einer Fortschrittsleiste in der Zeile 5. Das ist diese Leiste hier. Die zeigt uns an, wie stark unser Netzwerk ausgelastet ist. Beim zweiten habe ich jetzt Stress hinzugefügt als Bezeichnung für die Netzwerkbelastung in der Prozentzahl. Darunter Stress 0%, weil wir im Moment nichts dran haben. Das wird sich gleich ändern. Belastung in Stress Units ist so ähnlich, aber halt nicht im Prozent, sondern in Stress Units wird es angezeigt. Dann haben wir die Gesamtkapazität, sprich, was haben wir maximal verfügbar? Und das letzte, ihr habt es schon gesehen auf Anzeigetafel, verbleibende Stress Units. Ganz einfach, wie viel noch übrig sind. Wenn ich jetzt hier einen Bohrer dran setze, habe ich hier eine 32 Stress Units Belastung, 12% Auslastung, zwei Balken haben sich in der Fortschrittsleiste gefüllt und ich habe noch 224 Stress Units übrig. Nehmen wir den weg und setzen da mal ein Mahlwerksrad hin. Dann, sobald es sich geupdatet hat, sind wir bei 25%. Setzen wir noch ein zweites daneben oder davor. Somit haben wir 50%. Und wenn wir jetzt noch einen mechanischen Bohrer an an die Spitze setzen, dann wird es nochmal ein bisschen höher, die Prozentzahl. 160 Stress Units Belastung haben wir, 96 sind noch übrig. Sowas finde ich immer sehr praktisch, wenn man nicht genau weiß, wie viel man jetzt noch hat oder wie viel eine Fabrik verbraucht. Also nutzt es. Und apropos Stress Units. Ich habe hier, wie ihr schon gesehen habt, eine Level 9 Steam Engine hingesetzt. Sie wird befeuert mit Lava, aber das ist nicht weiter tragisch. Denn wir können uns mit dem Anzeigelink den Kesselstatus anzeigen lassen. Kesselzustand, Level 9, Größe voll, Wasser voll, Wärme voll. Wenn wir jetzt eines davon wegnehmen, zum Beispiel hier drüben die, wenn wir das Wasser, also die Wasserzufuhr mal herunterregeln, dann werden wir gleich nicht mehr alles voll haben. Es ist sogar sehr so cool gemacht, dass das Wasser nur 4 Balken, also Level 4 erreicht, wir aber die Größe anders angezeigt bekommen und die Wärme als das fehlende Wasser. Sprich, Größe wäre vorhanden, Wärme ist vorhanden, aber das Wasser ist nicht vorhanden. Sprich, wir sehen ganz genau,
was uns fehlt, damit wir wieder auf die maximale Level 9 Steam Engine wieder hochkommen. Machen wir das mal schnell. Wir setzen das Wasser wieder auf die 180 Umdrehungen, die nämlich völlig ausreichend sind für die Pumpe, um eine Level 9 Steam Engine zu versorgen. Als nächstes der Seelenanker. Ihr kennt ihn alle, der wurde irgendwann um die 1.16 herum eingefügt. Auch den können wir mit einem Anzeigelink auslesen, und zwar die Spielertode. Ich bin hier in meiner Kreativwelt zweimal gestorben. Und zwar beim Ausprobieren hiervon. Slash Kill. Ja, jetzt bin ich gestorben. Eindeutig dritter Tod in einer Kreativwelt. Aber hey, Eldon, drei Tode hat der Seelenanker ausgegeben. Und ihr seht schon einen Zielblock. Der Zielblock, da wollte ich gar nicht hin, hier wollte ich hin. Der Zielblock, ihr wisst es, der gibt ein Redstone-Signal aus, wenn man ihn trifft. Je nachdem, wie gut man ihn trifft, umso höher ist das Redstone-Signal. Wir können es uns ausgeben lassen, entweder als Zahl in der Zeile 10, also unten, oder als Fortschrittsleiste in der Zeile 9. Ihr seht hier, Zeile 10. Aktuell gibt er nichts aus. Gucken wir mal, wie gut ich treffen kann. Zack, 15, Bullseye, yay! Nice! Und nochmal, woanders hin? 11. Das geht sogar relativ schnell. Und nur 8. Schaffe ich das nochmal? Und nochmal 15. Mit sowas könnt ihr bestimmt richtig coole kleine Minigames in euren Welten machen. Kleines Turnier veranstalten oder was auch immer euch beliebt. Als nächstes haben wir den Verzauberungstisch. Aber was hat der Verzauberungstisch mit der Create Mod zu tun? Komische Geschichte. Ganz einfach. Mit dem Anzeigelink können wir die Kosten, die maximal verfügbar sind, uns auslesen lassen. Aktuell können wir verzaubern, bis wir 14 Erfahrungslevel bezahlen müssen, beziehungsweise bezahlen können. Wenn wir ihn hier jetzt einfach mal runterfahren, haben wir wieder ein volles Setup und wir können bis Level 30 Verzauberung heraufgehen. Ja, ich weiß, was ihr euch denkt. Wer braucht sowas? Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Aber es kann bestimmt interessant sein, wenn es mehr Mods oder andere Mods, die mit im Modpack drin sind, mit denen man zu höheren Leveln verzaubern kann. Und um dann zu checken, was man schon hat und oder was man dann noch braucht, ja, dafür kann es sehr praktisch sein. Alles klar. Jetzt steht hier unten noch Befehlsblock. Ein Command-Block. Bitte was? Yep. Ein Command-Block. Wir können einen Befehlsblock mit dem Anzeigelink Anzeigeausgabe markieren. Befehlsblock markieren mit dem Anzeigelink, können wir eine Punktetafel ausgeben. Verkürzt oder vollständige Zahlen uns anzeigen lassen. Ziel-ID und in die Zeile 7 damit oder 8. Es geht, nur leider habe ich persönlich keinen Schimmer, wie man Command-Blocks benutzt. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann probieren wir das in einem anderen Video aus. Ich weiß, dass es geht, aber ich habe leider keine Ahnung, wie die Command-Blocks funktionieren. Nichtsdestotrotz, cooles kleines Gadget. Und ihr habt schon gesehen, hier geht es in einen größeren Raum. Ich habe euch hier noch etwas anderes vorbereitet. Und zwar Züge. Es ist nichts Weltbewegendes, es sind nur kleine Züge, die einfach nur über ihren Zugfahrplan in einem Kreis fahren. Aber ihr seht schon auf der Anzeigetafel hinter mir. Jetzt ist der Zug rausgefahren. Es geht hier, und da kommt der Tankzug. Es geht hier um die Bahnhof, Zugbeobachter und Zugsignale. Unten links in der Anzeigetafel, das Clear.
Das wechselt sich ab mit Danger. Das kommt hier drüben von den Zugsignalen. Den Signalstatus lesen wir aus, bringen es auf die Zeile 8. Denn wenn hier ein Zug einfahren möchte, aber hier steht noch ein Zug, dann steht hier Danger. Das heißt, dass er hier das Signal bekommt, dass er noch kurz warten muss, bis die ganze Strecke frei ist. Dann, wenn die Strecke frei ist, steht hier wieder das Clear. Wenn die belegt ist, steht der Danger und der Zug, der dort ankommt, muss sich gedulden. Also, das war das Zugsignal, das wir auslesen können. Wir können aber auch noch den Zugbeobachter auslesen. Hier stand es gerade, Tankzug. Zugname ermitteln. Wir können auch eine Bezeichnung wieder hinzufügen an die Zeile 6. Das ist dann 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Hier steht dann gleich, welcher Zug dort lang fährt. Leider sind die ein bisschen schnell, aber der Personenzug kommt jetzt gleich wieder. Der bleibt hier kurz stehen. Zack, es hält aktuell der Personenzug. Hier oben Abfahrt in 5 oder 10 Sekunden eben, das kommt hierher vom Bahnhof. Weil mit dem Anzeigelink können wir uns den Zugfahrplanstatus anschauen bzw. anzeigen lassen. Da war gerade der Tankzug wieder unterwegs. Und gleichzeitig können wir uns aus dem Bahnhof, also aus den Bahnhöfen über die Anzeigelinks Bahnhofsinformationen herauslesen. Hier für den Bahnhof Ost, was hier passiert. Ich habe auch an den zwei anderen Bahnhöfen, beim Tanklager und beim normalen Lager dort hinten, jeweils einen Anzeigelink an den Bahnhof angebaut. Sprich, wir können uns anzeigen lassen, welcher Zug gerade wo hält. Der Personenzug kommt jetzt in 30 Sekunden wieder hier vorne an und fährt danach zum Zentralbahnhof dort in die Mitte. Beziehungsweise da steht er gerade, am Zentralbahnhof. Und dann kommt er jetzt wieder hier unten jetzt angerauscht. 15 Sekunden, jetzt Personenzug kommt am Zentralbahnhof an. Alles einsteigen, Platz nehmen. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Lasst einen Kommentar da, lasst einen Like da, ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.